Heute stehen wir Diablo, Tyrael und einem Thresher Goblin gegenüber. Ein sehr schöner Kampf. Ich fange an mit dem mechanischen Pandaren-Drachling, da der ziemlich gut Schaden auf magische Einheiten macht. Mit dem Lockvogel werde ich dann ein paar Angriffe noch abblocken. Und er hat im Prinzip den Mini-Diablo ja, mit dem Feueratem langsam runterklopfen. Hier überlebt er noch mit 80 Lebenspunkten, deswegen zünde ich dann gleich noch das AE-Gewitter. Dann kann ich hinten auch noch mal ein bisschen Schaden verteilen. So, Tyrael wird mich dann ziemlich schnell platt machen. Macht aber, wir nehmen der Dunkelheit und der Woge des Lichts, macht er eigentlich nur AE-Schaden an allen anderen Pets. Dieses zum Glück aber nicht besonders hoch. Von dem her gesehen ist er hier kein großes Problem. Ich nehme die makabere Marionette, nehme den Lebensentzug noch drauf und mache dann den Knochenbeschuss. Und warte im Grunde genommen, bis Tyrael runtergeklopft ist. Also die makabere Marionette gegen Humanoide ist allerdings echt wahnsinnig gut. Hier bin ich betäubt. Kein Problem. Unser Knochenbeschuss macht er nach wie vor Schaden. Damit ist Mini-Tyrael-Geschichte. Und Puzzle, der Thresher Goblin, ist wohl das beste Pet, gegen das ich je gekämpft habe. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wer ihn kennt aus Diablo 3. Ich lasse hier nicht wirklich 20 Gold fallen. Also kann ich euch beruhigen. So, und dann eine beliebige Schnecke mit dem Schild. Kopfstoß und ansonsten sich immer wieder mit dem Hauptangriff absorbieren, schön hochheilen. Und wenn Puzzle dann stirbt, was er jetzt nicht tut, weil er nochmal in die Phasenverschiebung reingeht und danach nochmal Ausweichen zünden wird, droppt er sogar noch was für mich. Ein schönes Kurzschwert, ein Dolch und ein bisschen Gold.